Da hat er sich versteckt. Ich weiß nicht, was das für Meinzelmännchen sind. So, Meinzelmännchen und Blutegel gibt's hier. Okay. Boah, was ist denn das da oben? Okay. Und warum gehen wir dem hinterher? Da oben beobachtet uns doch noch einer mit so einem Licht. Hat man doch gerade eben gesehen. So, hier gibt es nochmal eine Lampe zum Anzünden. Waschbecken. Hier ist ja alles undicht. Überall regnet es rein. Guck mal, und da hinten Klopapier. Ich weiß nicht, ich glaube, die Entwickler mögen Klopapier hier im Spiel. Das können wir sogar bewegen, das Ding. Ach, das sind hier solche Latrinen. Solche Plumpsklos. RS umschauen. Okay. Mach ich. So, hier. Ach, das Gitter ist... Hallo, da bin ich wieder. Jetzt hat sie doch tatsächlich mein Schnurlos-Mikro verabschiedet. Aber wenn das alles ist, machen wir es halt so, ganz klassisch. Das geht natürlich auch noch. So. Wenn ihr euch fragt, warum ich das Schnurlos-Mikro habe, und es könnte ja auch mit dem hier gehen, ja, berechtigte Frage. Aber einmal von der Soundqualität fand ich das andere besser und zum anderen, ich habe hier noch dieses Kabel dran am Headset. Wenn ich dann hier so ein bisschen mich bewege, dann überträgt es immer dieses Grausche. Wenn ich mich bewege, das habe ich beim anderen halt nicht. Ich könnte natürlich auch so ein großes hinstellen, aber da habe ich leider keinen Platz an meinem kleinen Tisch. Ich muss doch jetzt hier irgendwo den Strom abstellen. Ja, na da, guck an. Zum Glück haben wir... Oh. Das ist auch nur temporär. Tatsächlich. Oh, guck mal, da kannst du Bauklötze stauen. Hä? Tut, tut? Hä, was ist das jetzt hier? Warum sollte ich hier durchgehen?
Fährt irgendwo eine Eisenbahn rum. Ich hab's gehört. Die Spieluhr. Schöne Melodie. So, und jetzt? Also die Spieluhr kommt mir auch bekannt vor aus dem Zweier. Hatte ja da damals auch eine Rolle gespielt. So, kann ich hier den Zug irgendwie veräppeln? Will ich wissen, wer hier in dem Spielzimmer als spielt? Keine Ahnung. So, Schublade öffnen geht nicht. Toll. Oh, doch, geht. Ja, auf nach oben. Geht das nicht? Dude. Also da komme ich... Irgendwie jetzt gerade... Jetzt komme ich hier hoch? Nee. Weiß nicht, was mir das bringt. Hier, schaukeln. Das geht doch, oder? Na, klasse. Und hier kippen auf dem Boden. Also das passt ja mal nicht ins Spielzimmer. Überfährt er mich? Jetzt habe ich es kaputt gemacht. So, das Karussell kann man drehen. Glaube ich. Ach was, ich muss hier komplett durch. Deswegen kann ich auf der anderen Seite wieder rüber. Also ins andere Zimmer. Boah, das ist ja fies gemacht. Oder? Dann probieren wir das gerade nochmal aus. Oh, was ist denn das hier? Hallo? Hier kann ich nicht mitnehmen. Na, komm mal hierher. Ich möchte da hoch. So, genau. Da muss ich jetzt komplett durchs Zimmer rennen, oder was? Aber dieses Zimmer hatte gar nichts für mich. Oder? Jetzt gucken wir mal, dass wir hier schnell durchkommen wieder. Hätte ich die Spieluhr mitnehmen? Ah, jetzt kam ich sowieso nicht mehr zurück. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Spieluhr hätte mitnehmen sollen. Jetzt haben wir noch keine Menschenseele getroffen. Vielleicht sogar besser.
Wer den zweiten Teil gesehen hat, der weiß, von was ich rede. Was ist das hier, ein Gefängnis? Da guck an, ein Auge. Das ist aber nicht Sauron. Ein Möchtegern Sauron vielleicht. So. Macht Sinn. Oh. Ich dachte, ich wäre schnell genug. So, dann machen wir das nochmal. Das Auge des Sauron. So ähnlich. Ich bin gerade am überlegen, ich könnte ja... Ich hätte ja auch da vorne an den Türen vorbeigekommen, oder? So, wir sind auf jeden Fall jetzt hier durchgekommen, das ist doch schon mal gut. Jetzt muss ich nur gucken, wie komme ich jetzt hier weiter? Ah, ich muss mich hier rüberhangeln. So, da hangeln wir uns mal darüber. Ach, da oben, ja genau, hier, die Gitterdinger. So, wir sind jetzt hier oben, aber ich glaube, hier oben kann ich gar nichts mehr machen, oder? Geht hier drüben noch was? Ah, hier haben wir noch eine Figur. So, bitteschön. Werfen. Wunderbar. Okay, Handabdrücke und irgendwelche anderen gruseligen Dinger. Ich will nicht wissen, was das ist. Ich hüpfe auf dem Bett rum, juhu. Nein, kein Achievement. Hätte ja sein können. Auch gut. So. So, kann ich die Tür hier aufmachen? Zack, Tür auf. Nein, geht nicht. Na? Was ist denn das für eine Kreatur? Ganz dünne Beinchen und ganz lange Arme. Muss ich den austricksen? Aber das hier sind wirklich... Das sind Kinder, die da schlafen, oder? Tatsächlich.
Sollte ich mich hier nochmal umgucken oder ich habe Angst, dass er wiederkommt? Nee, da ist nichts mehr. Ich will auch keinen wecken. Wer weiß, was die mir antun. Okay, da muss ich hochklettern. Sieht mir danach aus. Bauklötze. Alles klar. Hier hoch. Was war das? Eine Ratte? Ja, da ist eine Ratte. Was ist los? Warum haben wir Bauchschmerzen? Verstehe ich nicht ganz. Muss ich mich hier verstecken? Noch mehr Bauchschmerzen, was ist los? Oder haben wir was Verkehrtes gegessen? Das sieht mir aber aus wie eine Kantine. Da drin. Dafür bin ich aber noch sehr agil, wenn es mir so schlecht geht. Oh, da, der hat auch was zu essen. Hallo. Hallo. Ja, ich hätte gerne was zu essen. Danke. Was ist denn das, eine Kartoffel? Sieht so ähnlich aus. Ich glaube, sowas wie eine Kartoffel soll es sein. Ja, jetzt ess es doch, wenn du so Hunger hast. Wer weiß, was der uns da hingeschmissen hat. Dankeschön. Vielen Dank. So, wie sieht der aus? Sieht man dem sein Gesicht? Vielen Dank fürs Essen. Zack. Da haben wir nochmal einen Galgen. So, kann ich das Ding jetzt hier aufmachen? Ging ja vorhin auch nicht. So, aber das andere konnte man... Ne, da kann ich gar nichts machen. Okay. Mal, wo es weitergeht. Wie und wo und was hier weitergeht. So, was liegt... Hier haben wir wieder... Was ist denn das hier? Eine Gemeinschaftsdusche. Wie sieht denn das hier aus? Bitte. Und ich glaube, da hat noch jemand Hunger. Ich höre einen knurren. So. Ich schaue gerade auf die Uhr. Würde hier aber auch gleich mal wieder Ende machen. Bis zum nächsten Speicherpunkt, dann sollte es... Könnten wir da mal Ende machen. So, ich kann... Oh, ich kann das hier runterwerfen. Okay, will ich jetzt aber erstmal nicht machen. So, ich muss nach oben, wie es aussieht. Da muss ich hoch. Nein, ich vermute, dass hier oben der Schalter ist. Weil das Kabel führte mich nach oben.
So, hier haben wir auf jeden Fall nochmal den. So. Und wieder Mückchen rum. Ja, und jetzt? Geht's hier noch weiter hoch? Nein! Ah, okay. Aber der Speicherpunkt ist eigentlich auch ganz okay. Ja, dann bietet sich's ja hier eigentlich an, hier mal Ende zu machen. Also Tagesziel haben wir eigentlich erreicht, also mein persönliches, das war hier an Metal fertig zu spielen und jetzt hier Little Nightmares anzufangen. Das war gar nicht so verkennst, muss ich gerade mal gucken, wo war ich denn hier? Alles klar, ja, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, ich wollte nur mal gucken, wo ich bin. Gut, dann würde ich aber sagen, Dankeschön fürs Zusehen und fürs Dabeisein und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei noch bis jetzt im Stream. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Stream wieder. Ich denke, ich werde es mit Little Nightmares fortsetzen. Das ist eigentlich auch ganz nett im Stream. Habe ich gerade festgestellt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, tschüss!